Wie fangen wir an? Ich danke an alle Teilnehmer. Nein, das kommt zu. Din, 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 din. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind am Ende angelangt. Alle Fotoduell-Folgen, alle neuen Folgen sind jetzt erschienen und auch die ganzen Interviews dazwischen. Ja. Und jetzt wollten wir mal einen kleinen Rückblick auf das Ganze machen. Ich bin schon ganz traurig, weil ich habe jetzt nichts mehr zum Schneiden. Ich bin ganz froh, dass wir nichts mehr zum Schneiden haben. Das war doch ein bisschen Arbeit. Ja. Was war denn für dich das Highlight bei unserer Mein Highlight, das war irgendwie jetzt nicht für das Duell selber, sondern so das Organisatorische, was ich ganz cool fand. Vor allem diesen einen zweiten Tag, wo wir unterwegs waren, da waren wir morgens in Köln, sind dann mittags in Düsseldorf gewesen, haben jeweils das Fotoduell gedreht und sind abends dann nach Dortmund, da wo wir dann gepennt haben, und am nächsten Tag weiter zu drehen. Und dieser Tag war einfach, da waren so viele Eindrücke, dann haben wir das noch gezeigt und hier das bekommen, waren dann im Medienhafen und so, und das fand ich ziemlich heftig. Viel auf einen, ja. In einer Woche, wie viel man da eigentlich reinpacken kann. Richtig, wie viel cool wir mitgenommen haben. Und bei dir? Ja, ich fand richtig cool, dass wir in jeder Stadt andere Hobbyfotografen getroffen haben und wir die eigentlich auch sofort verstanden haben. Dann haben wir klar, das Fotoduell hat super geklappt, keine Probleme beim Dreh oder so. Und danach gab es dann halt auch noch gemeinsame Fototour oder man hat halt so ein bisschen geschnackt über Fotografie. Also danke an euch, das war echt cool. Genau, und das war dann, wenn wir uns bei allen Zuschauern bedanken und vor allem Kommentarschreibern. Wir haben doch gemerkt, hey, es sind immer so auch ähnliche Leute oder die gleichen, die sich alle Folgen mitgeschaut haben. Es gab doch ein paar, denen es vielleicht ein bisschen gefallen hat bei uns hier. Also, wir können uns auch trotzdem noch weiterempfehlen. Wir haben noch Luft nach oben, denke ich. Genau, und für alle, die jetzt noch nicht alle Videos gesehen haben, gibt es hier nochmal die Playlist. Wir haben eine Playlist und zwar zwei verschiedene. Und zwar einmal die mit den ganzen Duellfolgen und einmal die mit den ganzen Interviewfolgen. Und uns würde es einfach mal interessieren, welche Fotoduellfolge hat euch am besten gefallen. Schreibt das mal hier einfach unter die Kommentare. War das, weil es eine coole Idee war, weil die Stadt cool war, weil der Partner toll war, weil irgendwie die Challenge besonders war, weil die Bilder total erschreckend schlecht oder erschreckend gut waren. Ich weiß es nicht. Ja, wie geht es jetzt weiter? Generell, wie hat euch dieses gesamte Projekt gefallen? Wir brauchen ein bisschen Feedback, weil wenn wir das eventuell nochmal machen wollen, nächstes Jahr, ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Da könnt ihr uns einfach verbessern, was können wir beim nächsten Mal anders machen, damit es vielleicht noch ein bisschen cooler wird. Ganz egal, schreibt uns rein, was ihr denkt, oder sollen wir es einfach bleiben lassen. Genau. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel auch Bock drauf hättet, hey, da könnte ich eigentlich auch mitmachen und ich kam jetzt aus einer Stadt, die das noch nicht drin vorkam oder die vielleicht schon vorher drin kamen, könnte man ja stattdessen groß. Lass uns das doch auch einfach mal wissen, dann sehen wir, wie da die Resonanz ist. Es funktioniert einfach nicht ohne Teilnehmer und entweder ihr könnt mitmachen oder ihr kennt vielleicht jemand anderes, der mitmachen kann. Vielleicht sogar jemand Bekanntes auf YouTube oder vielleicht wollt ihr einfach mal irgendwelche Leute hier sehen, die da mitmachen wollen. Genau, also, dann könnt ihr die nominieren. Ja, dann könnt ihr denen mal Bescheid sagen. Hey, da gibt's zwei Jungs, die machen da richtig geil auf YouTube. Das war eigentlich das, was wir sagen wollten. Wir bedanken uns nochmal fürs Zuschauen und bis dann. Jo, bis dann. Ciao.